Und alles nur, weil uns dieser verdammte Frostatronach getötet hat. Wohlgemerkt. Wohlgemerkt. Habt ihr gemerkt? Keine Ahnung, was ist das? Ja, das war die Stelle. Hier sind die Hawker, die uns eben getötet haben. Scheiß Hawker. Ich glaube, ich werde sie zerschnetzeln. Ihr reicht mir. Reicht mir mit euch. Tschüss. Die halten aber schon eine Menge aus. Und machen ziemlich krassen Schaden. Haben aber, glaube ich, nur Hawker-Meat dabei und Hawker-Fett. Ich habe keine Ahnung, was die Effekte von Hawker-Fett sind. Sie haben auf jeden Fall sehr viel dabei, wie deine Mutter. Gucken wir mal kurz. Poison Resistance bringt uns nichts. Ably Berserking ist cool. Affliction und Frenzy sind auch cool. Die Verbindung zwischen allem ist natürlich nicht cool. Nirnroot. So, heilen ist leider erforderlich und ich merke, ich habe keinen Healing Poultice. Dafür braucht man, was war's? Ale und Tundrakotten. Tundrakotten finden wir in Massen. Bei dem Ale weiß ich es leider nicht. Aber sobald wir diese beiden Sachen haben, können wir, glaube ich, Healing. Healing Poultices herstellen. Das war eine knappe Angelegenheit. Hätte er mit dieser Axt getroffen, ich glaube, das hätte wehgetan. Ich glaube, es hätte sehr wehgetan. Das war eine Steel Battle Axe mit 209 Schaden. Boah. Okay, da hinten gibt es so ein lustiges Bootswrack. Ich glaube, es macht Sinn, da hinten weiterzugehen. Oh, noch ein weiterer Nirnroot. Nirnroot ist immer schön. Wobei ich glaube, bei dem Bootswrack sind auch drei fette Typen, wenn ich mich nicht irre. Mit einem Kontrabass. Drei fette Typen ohne Kontrabass saßen bei dem Boot und erzählten sich was. Da kam der Ulf vorbei. Ja, was ist denn das? Drei fette Typen mit einem Kontrabass. Das ist eine Nachricht, die ich an mein Volk an Zuschauern schon lange sagen wollte. Ich bin tot. Das ist gerade irgendwie nicht so gut gelaufen. Requiem, bist du betrunken? Was? Ach Mann, es tut mir so leid. Ja, wir haben keine Chance, Mann. Lauf halt ins Wasser, bringt aber nichts. Ja. Wo lande ich jetzt? Wir sterben uns hier gerade durch die Gegend. Ein wandernder Brigand fragt mich, was mir passiert ist. Kannst du mir helfen? Ja. Hier, nimm mein gesamtes Zeug. Was soll ich machen? Mit null Leben habe ich keine Chance gegen ihn. Alter, die haben ja wirklich alles genommen. Okay. Wir haben nun eine Reihe an Optionen. Ich kann mich leider nicht heilen. Boah, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Okay, folgender Plan. Nein! Der andere greift auch an. Okay, das hat verwunderlicherweise funktioniert. Jetzt haben wir nur noch einen schwer gerüsteten, schwer bewaffneten Briganten gegen uns, während wir in einem Wasser stehen, in dem Schlachterfische sein könnten, die uns one-hitten würden.
Das gehört definitiv gerade zu den absurdesten Szenarien, die mir bisher passiert sind. Tanks Trance. Und dann das nächste Fußrodar. Okay. Okay. Folgender Plan. Wir ignorieren den Briganten. Laufen zu dieser Leiche. Sie hat mein Stolen Gear. Ich weiß nicht, ob ich mein Stolen Gear tragen kann. Sie hat aber auch diesen Eisenkriegshammer. Oh! Das war gerade der verrückteste Wahnsinn, den ich je erlebt habe. Okay, wir nehmen diese 12 Gold. Ja, yeah, that's too heavy for me, dachte ich mir. Potion of Healing. Wie geil war das denn bitte? Wenn ich jemals eine Auflistung der coolsten Szenen dieses LPs machen werde, dann ist das sowas von dabei. So. Ja, der Heiltrank ist natürlich jetzt... Also der Heiltrankverbrauch ist jetzt natürlich... Ups. Ist jetzt natürlich sehr hoch. Wir haben unser Zeug wieder. Ich glaube, wir haben das... Ring of Namira. Galdur Amulet. So, unsere eigentlichen krassen Items. Die Rüstung ist ja jetzt nicht so gut, sag ich mal. Das war cool. Das war sehr cool. Aber, Leute, ich glaube, wir rufen mal kurz unser Pferd. Da hinten läuft auch schon wieder ein Feuerton nach. Ich habe gerade ein bisschen genug von dieser Gegend. Wir müssen diese restlichen 5 Punkte bekommen. Das heißt, es wäre vielleicht echt eine gute Idee, einfach wirklich zwischen den Städten hin und her zu reisen und zu hoffen, dass man auf die Patrouille trifft. Auf die Khajiit-Karawane. Hi! Und sofern wir es nicht tun, können wir uns vielleicht eine Waffe verzaubern. Also, beziehungsweise können in die Verzauberkunst langsam einsteigen. Gegen was kämpft der Feuertonach? Ach, gegen einen Magier. Kein Ding. So, jetzt zu der Sache. Ich glaube nämlich, dieser Dolch. Summoned Daedra. Ach, Summoned Daedra up to level 15. Ich dachte bis zu level 30. Hätte ich das mit level 15 gewusst, hätte ich das Item gar nicht im Inventar. Weil so geil ist es ja nicht. Okay, wir hauen ab. Wir brennen nämlich. Und das nervt. Mancher würde jetzt sagen, geil, ich brenne. Aber mancher ist auch ein verrückter Idiot. Nimm den Deficient-Trank. Das ist gerade besser. Vielleicht brauchen wir den besseren Heiltrank ja noch. Okay, das sind nur Banditen. Nur in Anführungszeichen. Offenstier. Waisenträne. Was war das? Okay. So, wir haben das Bus freigekämpft. Das Bus. Ich meine natürlich den Boot. Das Boot. Wir haben das Boot freigekämpft. Und ich würde sagen, an diesem... Boah, cool. An diesem Boot wird Ulf jetzt eine kleine Rast einlegen und heftig, unaufhaltsam, darüber sinnieren, was er wohl am besten als nächstes tun sollte. Diese hier können wir tatsächlich aufschlagen, glaube ich, ja. Nur, das geht leider, das mit dem Aufschlagen, habt ihr in den Kommentaren geschrieben, in Massen, geht leider nur bei... Ale. Ale.
Also, hier gibt es Ale in Massen. Das ist schon mal gut für, wenn wir dann unsere Healing Poultices machen. Und zu dem, was ihr gesagt hattet, ihr habt in Massen geschrieben, dass man Truhen leider nur aufschlagen kann, wenn sie aus Holz sind, nicht aus was auch immer die Dungeon-Belohnungstruhen sind. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Dann muss ich da meine Zeit nicht mehr verschwenden. Bucket mit Salmons. Salmons. War hier auch Ale drin? Nein. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Ale. Das sind ein paar Healing Poultices und das wird unseren Verbrauch an normalen Heiltränken enorm senken. Magicka, Skooma. Oh, das waren anscheinend Skooma-Handelnde. Ach, die hätte ich normal öffnen können. Ist hier drunter was? Oder hier drin besser gesagt? Salz. Für irgendwas braucht man Salz. Tardiness. Tardiness ist halt ein sehr cooler Effekt eigentlich. Ja, ganz viel Salz. Karotten will ich jetzt nicht sammeln. Unmengen von Salz. Pension of the Ancestor Moth. Ja, warum nicht? Nicht, dass ich glaubte, dieses Buch trüge Relevanz, aber... Ja, nur Muschelfleisch. Keine Perlen oder ähnliches. Hier geht's nicht weiter. Schiffswracks sind irgendwie immer cool. Außer man findet nur Salz in ihnen. Oh, das hier wäre übrigens ein Alternate Start gewesen. Auf diesem Schiffswrack. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann Frostfall anhat, ist das kein lustiger Alternate Start. Weil du natürlich von Anfang an in kaltem Wasser nass bist und dann auch noch hier durch die Kälte bist und die nächste Zivilisation ist Jahre entfernt. Hier ist nochmal die Front des Schiffes. Na, drunter vermutlich nichts. Entschuldigung, ich muss mich räuspern. Jetzt bin ich ja immer noch an dieser verdammten Küste. Ich habe eben noch gemeint, ja, wissen nicht, wo das sind. Und jetzt laufe ich hier immer noch rum. Tja, so bin ich halt. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich würde jetzt gern wissen, was in dieser Richtung so ist, um ehrlich zu sein. Und deshalb bleiben wir halt hier. Das ist das Schloss Fukuhila. Das kennt ihr vielleicht aus meinem Skyrim Staffel 2 LP, vielleicht auch nicht. Fakt ist, Schloss Fukuhila ist kein Ort für uns. Kein Ort für kleine Ulfs, zumindest noch nicht. Lower Steepfall Burrow. Lower Steepfall Burrow, das ist ein langer Name. Und wir haben nochmal Leben dazu bekommen und haben mittlerweile 2 unbenutzte Perk-Punkte. Ja, ich glaube, das mit Enchanting ist eine sichere Sache, um ehrlich zu sein. Wir könnten die Punkte jetzt schon investieren. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich Items habe, mit denen uns das was bringt. Ich mache auf jeden Fall eine kurze Pause, um was zu trinken. Wir sehen uns sofort wieder. Leute, ich habe nichts getan. Also ich schwöre, ich habe nichts getan, außer hier rumzustehen und zu warten. Auf mein Pferd, damit es ankommt. Und dann passiert das hier. Also wir haben hier 2 Zweiglinge. Einen toten Troll mittlerweile und 3 Hawker. Einer davon leuchtet grün. Warum auch immer er das tut. Ich weiß es nicht. Die Saplings sind auf jeden Fall das Gefährlichste. Wir brauchen Yol, um ihre Regeneration auszuschalten. Die Hawker waren stark genug, um 2 Zweiglinge zu töten? Was zur Hölle? Was? Jetzt kommt auch noch mein Pferd dazu. Hier läuft gerade, um ehrlich zu sein, ziemlicher Wahnsinn. Okay, wir haben Spriggans mit Spriggan Sap.
Hawker mit ganz viel Hawker-Fett. Nur so wirklich viel hat uns nicht gebracht. Wie viel bin ich beladen? 190, das geht ja. Hätte ich jetzt den Mortar und Pestle nicht weggeworfen. Habe ich das in meinem Pferd? Pferd, komm her. Toni. Toni, was soll denn das? Warum stehst du da rum und machst nichts? Komm her zu mir. Sei lieb. Mortar. Das ist jetzt Ulf. Aber auch das Pferd hat keinen Mörser und Stößel dabei. Schade, sonst hätten wir uns jetzt die Healing Pulses machen können. Wir sind ja gerade hier irgendwo im Nirgendwo. Kommt man nicht so schnell an den Alchemietisch. Vor allem habe ich auch keine Tundra-Kotten, aber mein Pferd hat vielleicht welches dabei. Ich weiß es nicht. Fakt ist, Lower Steepfall Burrow. Warum nicht mal reinschauen? Ach klar, Steepfall, weil es hier ziemlich weit hoch geht wahrscheinlich. Eiswürfe sind kein Ding für uns. Leider bringen sie uns auch nicht so viel. Ihr müsst wissen, Eiswölfe tragen selten dätrische Waffen mit sich. Und wenn, dann sind das nur so dätrische Zähne. Dätrische Zahnfüllungen. Ist hier was? Also meine Stimme ist gerade irgendwie sehr, sehr schlimm. Okay. Ich lande in einer riesigen, gigantischen Unterwasser sonst was, die so groß ist, dass sie mir sogar ein bisschen Angst hat, macht. Das ist eine Truhe. Immerhin. Apprentice, wir können sie öffnen. Selbst unter Wasser. Okay, sonst noch was? Sieht nicht so aus. Ja, ein riesiges Skelett von irgendetwas. Recuperation. Aber das war's auch schon. Ich glaube, das Galdu-Amulett... Ach nee, das war die Maske, die eine Drachenpriester-Maske. Die hätte gemacht, dass wir trotz des Schwimmens keine zusätzliche Ausdauer verlieren. Nur, naja, soweit ich das sehe, haben wir sie gerade nicht an. So, meine Freunde, die Wölfe hätten wir auseinandergenommen. Das ist eine Apprentice-Truhe. Ich bin dankbar für jede Apprentice-Truhe allein schon, weil sie uns natürlich immer weiter bewegen Richtung Lockpicking Level 50. Das wird ein erhebender Tag, ich sag's euch. Ich glaube auch, ich höre einen Drachenschrei. Je mehr Wörter wir kennen, umso schneller können wir halt unsere Drachenschreie benutzen. Also umso geringer wird der Cooldown. Armes Hunterlein. Ich esse dich mal. Oh, und der hat auch noch Alchemiezutaten dabei. So ein Satchel zumindest. Hat was auf mich geschossen? Nein. Klang gerade so. Ich vermute, um ehrlich zu sein, dass das hier nur so ein kleiner Pass war und dass wir hier leider nicht nach oben kommen. Aber war auf jeden Fall cool, hier zu sein. So, jetzt gab es noch diese Festung, aber ich glaube, diese Festung ist voller Talmor und so. Und wenn wir da unvorbereitet reingehen, ist das ein bisschen dämlich von uns. Aber wir können ja mal nachschauen. Ich glaube, unser Pferd war doch hier ganz in der Nähe. Ja, unser Pferd steht hier. Super. Super. Hallo, Pferd. Trage mich bitte da hinten hin. Ja, das hier ist die krasse Talmor-Festung, glaube ich.
habe keine Ahnung, wie stark Talmor sind, um ehrlich zu sein. Ob wir es mit denen aufnehmen können. Okay, unter Vorbehalt, dass ich vielleicht lade. Nein, das ist ja auch langweilig. Nur die Sache ist, okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob man ein Kopfgeld bekommt, wenn man diese Talmor hier angreift. Wenn man eins bekommt und ich dann dämliches Kopfgeld habe und nicht mehr weglaufen kann, werde ich, denke ich, laden, weil mich das ansonsten ein wenig zu sehr nervt. Halt! Was ist das für ein Ort? That's privileged information. Now, move along. Tja, Ulf mag leider keine Geheimnisse. Das ist schnell eskaliert. Okay, Potion of Healing. Elfisches Langschwert. Boah, das sieht wunderbar aus. Alinor Saber. Sehr schönes Zeug. Bringt uns leider nicht sehr viel. Na, willst du kommen? Hast Feuer dabei? Vergiss es. Okay, sie haben aber keinen Feuerball. Ich benutze übrigens mein Schwert weiter, weil diese ganzen Talmor leichte Rüstung tragen. Da macht es nicht so viel aus, dass wir keine Armor Penetration haben. Okay, da bringt uns die schnellere Schlaggeschwindigkeit, glaube ich, mehr als bei der Axt. Oh Gott, wir ziehen uns... Da ist ein Bär. Wir ignorieren mal den Bären. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance gegen einen Schneebären haben. Wüsste es gern, aber... Ja. Zack. Alter. Diese Killing Sprees, auf denen ich teilweise bin. Bärenherz. So, wir schauen mal. Northwatch Archer. Der hat Feuerpfeile, Frostpfeile, Sturmpfeile. Elfen Arrow sind uns egal, der Elfenbogen ist uns auch relativ egal. Elfisches Langschwert sieht super aus, ich nehme das mit. Ich nehme das einfach mit, weil es ein cooles Item ist. So, Elfenrüstungen. Wir würden das jetzt total feiern, wenn wir noch ein leichter Rüstungstyp wären. Nur das sind wir nicht. Elfenbow Scoped. Justitia Saber. Ja, warum nicht? Seeker Arrows. Cool. Leider liegen die Leichen so ein bisschen ineinander. Ein Knife? Ich glaube, einen Elven Longsword habe ich mitgenommen. Wie gesagt, es bringt uns nicht so viel, aber... Wir könnten eine komplette Rüstung mitnehmen. Ja. Ich erkläre euch kurz, warum ich die mitnehme. Es kann ja immer passieren, dass ich sterbe und meine schwere Rüstung, mein schweres Rüstungsset, ich habe glaube ich nur eins, ein gutes, verloren geht. Oder dass es irgendeinen anderen Grund gibt, warum leichte Rüstung in diesem einen Fall plötzlich besser ist. Und für den Fall ist es ja ganz okay, wenn wir uns eine annehmbare leichte Rüstungsset zusammensammeln. Verkaufen könnte ich das ganze Zeug natürlich auch, aber um ehrlich zu sein, habe ich darauf gar nicht so viel Lust. Denn ich finde es gut, dass es in Requiem relativ schwierig ist, an Geld zu kommen. Und indem ich solche Massen an Zeug loote und verkaufe. Das zweite ist der doofe Punkt. Mache ich mir es leider sehr, sehr leicht. Das wäre irgendwie ein bisschen schade. So, ich habe BTW auch vor, mit Level Cap zu spielen. Ich weiß nur noch nicht, auf welchem Level dieses Cap sein wird. Und deshalb, spielt es aktuell keine so große Rolle für uns. Aber ich will auf jeden Fall so diese Challenge, die wir gerade haben, definitiv, wir können jederzeit sterben, haben wir heute mal wieder kennengelernt, diese Challenge,
Will ich auf jeden Fall behalten. Das ist ein Masterschloss. Viel Spaß dabei. Sag mir bitte, dass es auch ein normales Schloss gibt. Legen wir uns erstmal kurz in die Bedroll, damit wir ausgeruht sind. Green Apple, Red Apple, Salt. Manchmal ist halt Ale drin. Northwatch Keep, okay. Darf nicht vergessen, den Schrei wieder zu wechseln. Ich schaue nur kurz mir so an, was hier so drin sein kann. Aber ich denke, hier kann das Übliche drin sein. Also kein Ale. Wie gesagt, aus Ale kann man halt Healing Poultices machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist wieder... Scheiße, wir haben zwei Feuermagier. Aua. Oh. Wir haben Ota dabei gehabt. Okay, wir sind immerhin direkt außen am Northwatch Keep. Es hätte schlimmer kommen können. Um einiges schlimmer. Die Frage ist jetzt nur, habe ich irgendeine Form von Heilung? Weil wenn ich keine habe, muss ich zurück. Ich habe eine Scroll, aber das ist kein Self-Heal. Elixir of Blood. Ist ein richtig guter Heiltrank, aber leider für Vampire. Flamebane, Spellshield, keine Heilung. Also wirklich null. Okay, folgendes. Wir haben eine Rolle. Eine Spruchrolle. Oh, wir haben die Deficient-Tränke noch. Gut. Zusätzlich haben wir halt diese Spruchrolle. Diese eine, wohlgemerkt. Die uns um 150 Punkte heilt. Was anscheinend jetzt mehr als mein Leben war. Ach, ich weiß warum. Weil wir ja auch verwundet, weil wir den Ring von Amira nicht mehr anhaben. Oh Mann, das ganze Zeug. Okay. Wir ziehen an. Das war jetzt ein Magier. Wir können natürlich das hier anziehen. Major Health ist schon mal gut. Dwindling Frost, aber das sind Schilde. Saviour's Hide. Scaled Boots of Dwindling Frost. Ja. Die Drachenpriestermaske, die sehr hilfreich gewesen wäre. Die eine hatten wir leider dabei. Heißt, die können wir natürlich nicht benutzen. So, ich hätte gern noch eine Waffe. Und zwar wahrscheinlich gut, Schwert wäre jetzt am besten, aber Schwert kriege ich nicht. Habe ich nicht. Dagger Greatsword. Ich habe das Elven Greatsword. Ich habe auch ein Orkish Greatsword, das ist nicht ganz so gut. Und wir haben diese, klar, wir haben diese krassen Tränke, Zauberstäbe. Ich kann ja mal das Auge von Melka benutzen. Und einen Flammenatom nach beschwören. Das kann ich, glaube ich, auch einmal benutzen.
ich ignoriere, finde ich, um ehrlich zu sein, viel zu sehr diese teilweise echt guten Stäbe, die ich dabei habe in Massen. Wirklich in Massen. Also, wir gehen rein, schleichenderweise, beschwören den Feuerator nach. Der sollte ihm schon einheizen. Falls das hier jetzt ein Instant Death ist, werde ich laden. Das fände ich nämlich unfair. Okay, war's nicht. Dann vergesst das. Was halt auch noch gut ist, wäre Unrelenting Force. Ich habe gerade vergessen, was mein... Okay, warst du das? Ja, okay, wir haben unser Gear zurück. Leider ist jetzt alles zu schwer für uns, aber ich glaube, wir hatten auch dabei... Ja, hatten wir. Feather... Wait, nee, den habe ich versehentlich getrunken. Ich bin so doof. Hevnorak, das. Ring von Namira. Gaulu-Amulett. Hevnorak ist... Immune to Poison and Disease, dann ziehe ich lieber Ota an. Das bringt mir 30% elementare Resistenzen. So, ich habe jetzt meine Glass Battleaxe dabei und mein Silber Nodachi. Werde, glaube ich, die Glass Battleaxe benutzen. So, wir heilen uns. Warten hier ein bisschen. Was habt ihr so dabei? Erstmal feeden. Destruction Spell. Nicht so gut. Danke dafür. Elven Steel Sword. Cool. Aber leider alles Einhand und leichte Rüstung. Also gegen Talmor zu kämpfen, bringt uns vom Loot her nicht so viel. Der Ulf in leichter Rüstung wäre jetzt natürlich total happy gewesen. Nur den haben wir nicht dabei. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe jetzt Fußrot da ausgewählt. Ich glaube, gegen Magier ist das nützlicher. Falls wir ja noch auf einen treffen. Keine Falle. Keine Besonderheiten. Oh nee. Ich hab's unterschätzt. Oh, ich bin aus dem...